So, Wolfi, dann erklär mal, was ich hier machen muss in dem Spiel. So ist gesehen, muss man rechts den Charakter einstellen. Was man werden möchte, ist unter diesem Kopf. Und den Kopf kann man auch da irgendwie so Ach so, vom also Kopf auswählen. bei Jobpräferenz. Genau. Jobpräferenzen ist dann da, sind drei Möglichkeiten. Ne, ich habe da unter dem. Ach so, Jobpräferenz? Ne, da habe ich nur einen Kopf, da sehe ich keine Möglichkeit. Ach so, nee, hä? Ja, drunter muss man noch draufklicken dann. Das sind drei. Ach so, bei 1. Klicken Sie Ihren Job, um Ihren Job zu wählen. Ja, Captain, Ingenieur, dann kann ich man weiß doch gar nicht. Ingenieur, Sicherheitsoffizier oder so. Was werde ich bitte? Ich Keine glaube, ich Ahnung. werde Arzt. Ich bin mal Arzt. So. Und Jawohl, warum das kann ist ich da schon jetzt einen richtig. zweiten Job auswählen? Ja, aber es verschiedene Möglichkeiten gibt. Vielleicht wird das ausgewürfelt oder so. Ich habe Arzt, keine Ahnung. Sicherheitsoffizier und Assistent ist immer gut. Ich Und bin dann da. kann man noch da die Ausrüstung oben 1, 2, 3, 1, 2 oder 1, 2, 3 aussuchen. Aussehen? Nee. Oh, 1, 2, 3. Ja, da ist Oben immer bei den den T-Shirts Arzt. über dem Ach Beruf. so. Nee, Ja, das lasse einfach ich einfach so. mal so. So, Okay. ich habe ausgewählt Arzt, Sicherheitsoffizier und Assistent. Und jetzt? Ja, dann muss ich so einen Spielmodus auswählen, dann nehme ich vielleicht Kampagne. Ah ja, nimm mal Kampagne. Und das da ist unser U-Boot, oder wie? Die Ja, Azimut. da kann ich aussuchen. Azimut ist, glaube ich, das Beste für so eine kleine Gruppe. Ach so, hast du dir sagen lassen? Ach, da Da gibt's gibt das. es halt dann so ziemlich groß. Also wenn man aufs Bild klickt, kann man sehen, wie es ausschaut. Das sind meine ganzen Abteilungen. Ach bitte, um Gottes Willen. So ein kleines Schiff wäre schon am Anfang ganz gut. Ja, deswegen, also wenn man... Das ist Nimm ein mal, nimm. schlechteres. Was ist denn ein gutes? Also das ist eben relativ gut, soweit ich weiß. Also da unten in der Beschreibung steht doch, dank seiner überragenden Geschwindigkeit, seines eleganten Designs und seines Komforts ist dieses U-Boot bei reichen Koalitionskapitänen, die tatsächlich bis zur Rente überleben, äußerst beliebt. Also es ist eigentlich recht Na gut, dann positiv. nehmen wir die Azimut. Und jetzt? Leg Ja. los, ich will uns Da ist versenken. aber die empfohlene Besatzungserfahrung fortgeschrittener. Nimm doch erstmal, genau, nimm doch erstmal was für Anfänger. Komm. Also Azimut schön und hin, aber nimm mal was für Anfänger und für drei Leute. Hier dieses Da kann kleine ich ja Ding. Missionen nehmen, aber da weiß ich nicht, was da passiert. Geh mal die Schiffe durch. Wir können die ja leider nicht durchklicken. Hier, das So, musst ja du machen. okay, dann. Das ist zu groß. Weiter. Urs, das wäre kleiner. Das wäre Also, das klein. ist. Einsteiger, guck mal, das ist doch was für uns hier, oder? Ja. Dugong. Weil im Vergleich zu größeren Fahrzeugen liegt die Dugong-Klasse in allen Aspekten hinten. Ja, aber das Bis macht ja. auf Aber einen. es ist ja für. Aber da steht ja empfohlene Erfahrung Einsteiger. Und das sind wir doch, oder? Oder seid ihr Ja, Profis? schon. Was gibt's denn da noch so? Geh mal durch. Gibt, glaube ich, nur eines, das. Fortgeschritten, weiter. Und 4 bis 6 sind wir auch nicht. Auch nicht, um Gottes Willen, ist das Ding groß. 3 bis 5, das wäre halt auch noch eins für uns. Orca. Ja. Auch für Einsteiger. Transporter gibt es schon Was haben wir größeren. noch? Das ist zu groß. Das ist 5 bis 9. 7 bis 12 ist auch zu groß. Oh Gott, ist das ein Riesenpott. 4 bis 9 fortgeschritten auch nicht. Ja, das ist das Gleiche fast. Dann lass So. doch mal die Orca vielleicht nehmen, oder? Die Venture und Oh, warte Selkie da. und die Hemolen, das sind nur so Shuttles. Also, Wenn man stirbt, landet man in so etwas und kann dann hinfliegen, fahren wir was da ist dann mitten. mit der Orca? Guck, geh mal auf die Orca. Orca. So. Die sieht doch gut aus, oder? Ist für Einsteiger. Oder die ganz kleine. Komm, wir nehmen die Dugong. Die war für die ganz luschigen. Okay, das ist wirklich die ganz am Anfang. Ja, wir müssen erst mal gucken, wie es geht. Ihr müsst mir erst mal sagen, was ich da machen muss. Ich bin da total planlos. Verlauf mich doch, ich kenne mich Kann man doch. nicht mal was herstellen auf dem Schiff, weil Wie, das gar nicht da einen kannst du nichts. Raum hat. Okay, komm, leg einfach mal Gibt ja los. Man kann sich Crafting. bestimmt später was Neues kaufen, oder? Ja, aber das ist schon viel später, wenn man überlebt. Und Bots kann man eben auch einstellen und ich nehme da sechs Stück mit. Was, du nimmst, aber da passen nur 5 drauf. Ja, aber die sind zufällig, da weiß man nicht, was rauskommt. Dann haben wir vielleicht 10 Ärzte an Bord und keinen, der sonst was anderes machen kann. Na dann los, start mal. Wir wollen jetzt wen versenken hier.
Ich mache halt Kampagne mal. Also, da kann man dann. Bereit zum Start, so. Unten rechts. Klick. Bitte warten. Start der Runde. Ja. So, was heißt Barotrauma übersetzt, Redbeard? Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Ist ein bisschen klein, das kann ja kaum einer lesen. Zusammenfassung, wir sind an Bord eines... Ah. Aber das ist nicht das U-Boot jetzt, oder? Nein, das ist auf der Station. Ich bin aber dick. Warum bin ich denn so dick? Kann mir einer sagen, wo ich hin muss? Ist doch gar nicht, wo du bist. Ich sehe den Redbeard. Hier kommt irgendeiner an, der rennt da rum. Wir klettern hier die Leiter rauf. Ja. Seid ihr das? Ich bin der, der gerade umfällt. Okay. Sag mal, hier sind noch andere Spieler. Ist das normal? Nee, das sind keine Spieler. Ach so. Okay, Wolfi, ich renn mal hinter dir her. Du zeigst uns jetzt, wo... Hey, du bist der Captain, du bist Herr Kaloy. Was hab ich denn hier? Wir haben zwei Ärzte, zwei Mechaniker, ein Sicherheitsoffizier. Fehlt uns eigentlich der Elektriker. Barotrauma ist eine Druckverletzung in der Lunge. Ah, sehr gut. So, Wolfi, ich geh hinter dir her, ja? Ja, also da kann man Personal holen, bei dem Symbol. Also ich kann, glaube ich, mit den Leuten da reden und da kann ich einkaufen, Personal. Du bist ja der Personalist. Aber wir wollen noch zu unserem Boot. Wie komme ich denn zu unserem Boot? Warte mal, da ist eine Karte. Wie? Was? Du musst noch die Jobs holen. Wen musst du holen? Die Aufträge. Was für Aufträge? Ich hab sogar... Ja, es ist... Gefangenentransport hast du gerade freigeschaltet. Kann das sein? Ja, andere Sachen auch. Ah, du nimmst jetzt Aufträge an, okay. Ja, und das sieht man eben da an den Symbolen. Da hinten ist ein Einkaufswagen, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Nein, doch, nein, vielleicht. Schalte die Einstellung schließen, will ich jetzt nicht. Kann man hier rennen? Ja, schon irgendwie. Wolfi, wo bist du jetzt hin? Ich gehe noch weiter Aufträge holen. Vernichte einen Schwarm, okay. Da will einer was und ich hab was. Mich irritiert, dass ich hier die ganze Zeit auf irgendwelche Knöpfe drücken muss, um irgendwie durch eine Tür zu kommen. Ja, das ist echt schwierig. Sag mal. Da kann man noch handeln und Lichtkomponenten. Der Wolfi weiß schon. Wo muss ich zu unserem Boot? Wo ist das? Unten, einfach nach unten. Immer nach unten klettern. Aha. Und aufpassen. Nicht zu tief runterhüpfen. Okay. Sprichst du dir die Beine? Ja. So, ich bin jetzt ganz... Das passiert schnell. Gibt es so eine Art Karte hier, wo man sehen kann, wo man ist? Glaub fast nicht. Nö. Und woher ich weiß ich dann, wo mein U-Boot ist? Das U-Boot ist immer unten. Ja, es gibt ja nicht so viele. Immer unten. Okay, ich habe kein Uran gefunden, also... Was hast du nicht gefunden? Keines. Uran. Uran zu... Ah, da bist du ja. Ach, da ist der Redbeard. Okay, Redbeard, zeig mir, wo unser U-Boot ist. Du bist drin. Das ist unser... Woran sehe ich denn, dass ich im U-Boot bin? woran du das siehst, kann ich dir gar nicht sagen, aber du bist im U-Boot. Textanzeige. Okay, da steht eine Textanzeige. Noch einen in welchem Teil des U-Boot? Das hier ist der Superkondensator. Komme ich denn jetzt zum Gehen wieder? Munitionslager, da ist Munition drin, okay. Es gibt nur ein Abteil, wie es aussieht. Feuer an. Einmal Also ich sehe hier noch, hier geht's doch noch runter. Also die unteren Kammern scheinen die Ballasttanks zu sein. Kann mir einer sagen, ob ich jetzt hier hinten oder vorne bin? Abfliegst? Weiß nicht, wo du bist. Ingenieur leisten. Das ist ein merkwürdiges U-Boot. Da, du warst, so viel ich weiß. Am Heck. Am Bug. Am Heck, ja. Taucheranzug, Schrank. Tolles Boot. Taucheranzugschrank. Vorratsschrank. Was ist da drin? Kommst du mal zum Heck? Dieter Thomas Heck. Oh mein. Warte mal, ich muss mir hier mal kurz eine Taschenlampe nehmen. Dann muss ich mir noch eine Tauchermaske nehmen, weil die kann man ja immer gebrauchen.
Und dann kann ich mir einen Schweißgerät. Ne, sowas brauchen wir nicht. Aber ein Blutpaket. Ich bin ja übrigens. Ich habe übrigens Sanitäterkrempel dabei, ja? Kann man das decken? Ja. Ich bin der Sanitäter. Wir haben gerade neu Leuchtkörper kann man auch immer gut gebrauchen. Wir haben den Assistenten auch dazu genommen. Ist der Assistent ein Schaf? Nein, leider. Schade. Ach, du ahnst es nicht. Was soll denn hier alles? Ich lass das mal. Was ist das? Ein Medi-Scanner. So, ich soll nach hinten kommen, rentiert? Nach vorne? Ja. Komm. Einmal nach hinten. Wieso? Achso, das ist ja... Warum höre ich's plätschern? Weil ich kurz vor Sterben bin. Wolfi ist durch die Luftschleuse gegangen. Warum? Komm mal hier, du bist zu weit. Ich bin zu weit. Herr Kaloy, wo geht's hin? Wenn du hier auf das Terminal klickst, auf das NAV-Terminal, ja. Dann kannst du dir einen kleinen Überblick über das Schiff verschaffen, über das U-Boot. Ah, und das alles Grüne, da kannst du reingehen. Ja. Am Bug und am Heck das Blaue, das sind die Ballasttanks. Bei mir ist nichts grün und blau. Ach, da! Okay, ja, okay. Mhm. Und oben das Blaue, das ist die Luftschleuse. Wenn du jetzt jeweils auf die grünen Felder gehst, kannst du sehen, was da drin ist. Was ist ein Batterienumschalten? Was ist eine Elektronenradspule? Was ist eine Reaktorabschaltung? Da haben wir... Was bist du? Du bist Arzt, ne? Da haben wir nichts mit zu tun, das muss der Captain machen. Nein, ich bin der Doktor. Kann ich mich umbenennen? Ich möchte bitte Pillar heißen. Ich geh jetzt nach runter. Das geht nicht. Okay, komm mal nach unten. Ja, das Schiff ist groß genug, das weiß ich. Du bist in den Ballasttanks, da würde ich wieder raus, sonst ertrinkst du. Drin schwimmen? Falls die Wasserpumpen kaputt gehen. Ach so, okay. So, wie funktioniert... In die Kästen kann man reingreifen und irgendwelche Sachen rausnehmen. Ich habe jetzt irgendwie den Medi-Scanner weggeschmissen. Nee, wo ist denn der? Oh, ja, da muss man ihn am besten wieder aufheben. Nee, ich glaube, ich habe den in der Hand, oder? Habe ich den in der Hand? Kann sein. Woran sieht man, ob ich den in der Hand habe? Wahrscheinlich ist er zu klein, dass man ihn sieht. Nee, der ist irgendwie ist er weg. Warte mal. Was haben wir denn hier? Spritzenpistole. Breitbandantibiotikum kommt jetzt in die Spritzenpistole. So. Oh Gott. Ah. Kann nicht so schwer sein. Wo ist denn jetzt der Medi-Scanner hin? Ich hab den Medi-Scanner verwendet, aber der ist irgendwie weg. Vielleicht ist er beim Kopf, also im Inventar da, wo Headset ist Kopf, oder so. Inventar, wo ist denn der mein Kopf, mein Inventar? Du müsstest so eine Art Werkzeuggürtel haben. Also sagen wir mal, ich hab unten einen Werkzeuggürtel, da war eine 1, da habe ich drauf gedrückt, jetzt ist der Medi-Scanner weg. Vielleicht ausgerüstet, das meine ich nur. Dann kann das sein, dass du den in deiner Ausrüstungsleiste hast. Und die ist wo? Ach, die Nummer 1 bis da 0. Da ist er. Da ist ja wie dieses Gesetz, die ausgerüstet. Und nun? Egal. Nun kannst du uns scannen, was für Krankheiten wir haben. Information über die... Wie kann ich das sehen? Ach, jetzt sehe ich's. So, Sauerstoffwerte normal. Ah, jetzt, okay, alles klar. Ich kann euch scannen, alles klar. Ja, wenn jemand eine Verletzung hat, sieht man auch, welche Medikamente er braucht. Also, Redbeard, dir geht es gut. Yay. Möchtest du trotzdem ein Breitbandantibiotikum? Nein. Ich kann da jetzt eine Mission aussuchen aus dem... von der Karte und dann, was weiß ich. Ja, wähl mal eine Mission aus. Oh, ich habe eine Lampentasche. Kalientransport, wenn ich den Schwarm. Mach mal Gefangenentransport, das scheint gefährlich zu sein. Wieso ist der Gefangenentransport gefährlich? Weil da sind drei so komische Köpfe dran. Dann wollen wir nicht erstmal einen einfachen nehmen, wenn der gefährlich ist. Was ist das hier? Ja, sonst Chemikalientransport scheint nicht zu schlimm. Ja. Was ist das denn? Ist alles gut. Ist nichts passiert. Wir haben alles unter Kontrolle. Okay, dann starte ich mal diese Mission. Ja, wer, wie. So. Was ist jetzt? Lädt das. Was ist denn jetzt passiert? Ja, das lädt. Wir starten die Mission. Achso, und das ist jetzt der Ladescreen, oder wie? Ja. Jetzt haben wir einen neuen Zugang. Bitte warten. In der Crew. Und ja.
Wir haben gar keinen Elektriker. Ja, das soll jetzt der Paul Pries quasi machen. Sag mal, hattest du nicht gesagt, es ist ein Gefangenentransport? Nein, nein, ich habe jetzt... Nein, das ist jetzt der... Transport. Warum hat Paul Pries eine... Egal. Was hören wir da rauschen? Was? Hat deiner irgendwie Handschellen dran oder was? Du spielst einen Arzt. Kümmere dich um die anderen Besitzungsglieder und behandle sie, wenn sie krank sind oder sich verletzen. Okay. Genau. Aber euch ich muss da hinfahren. Wie machst du das mit dem Fahren? Da kann man anklicken auf diesen Bildschirm, wo ich gerade bin. Das geht über das NAV-Terminal. Wer ist Pamela Green? Das ist... Moment, ich guck nach. Pamela Green ist eine Ärztin. Ey, das ist mein Job. Können wir sie umbringen? Ja, wenn du bestimmt, magst, aber ich würde es nicht machen. Kannst du sie verarzten? Aber dann könnte es sein, dass die anderen sich wehren. Da. Ich sollte jetzt nicht durch die obere Leiter nach außen gehen, ne? Nein, schlechte Idee. Das, Mach mal den Bing an, damit ich was sehe und dann geht's los. Wo bist denn du, Wolfie? Ich will mal sehen, was du so treibst. Ich bin da bei diesem Bildschirm, beim großen. Und da kann ich durchgucken. Da kann man reinschauen und das kann man steuern da. Ah, okay. Und du steuerst mit der Anzeige in der Mitte steuerst du das Ding, ja? Ja, ich kann Position beibehalten, da kann ich herumklicken, wo ich hin will. Aha. Da fährt er automatisch hin oder Station. Was ist diese weiße Linie? Ist das Küste oder was ist das? Das ist der. Ja. Das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich die Wand oder sowas. Tauchgeschwindigkeit. Welche weiße Linie? Immer unter Wasser oder naja, unter. Naja, in dem Radar sehe ich halt die Begrenzung. Das pinkt da immer in der Mitte so blüm, blüm. Ja, ja, genau. Das in der Mitte sind wir. Ja, das habe ich mit dir Das, was blau aufleuchtet, das sind irgendwelche Felsen. Ja, irgendwas. In die wir am besten nicht gegenfahren. Und jetzt hast du angehalten oder was? Nein, ich kann das ein- und ausschalten, das Pingen. Und dann kann man noch direktional. Ich verstehe. So noch raus, reinzoomen. Ja. Und wo ist vorne und wo ist hinten? Tja. Ja. Farbe. Also Osten, wenn du das so siehst, oben Norden und Süden, dann ist Osten die Front. Okay, wir fahren also nach rechts jetzt, quasi. Ja, meistens. Ja. Also man fährt eigentlich immer nach rechts. Gut, dann fahr mal nach rechts, Wolfi. Wir gucken uns das mal genau an. Auf manuelle Steuerung, dann mache ich nur so. Da klicke ich dann in die Richtung und dann geht der Pfeil. Ah, der schöne Giftmüll. Ah, ich kann da auch dran rumfummeln. Ja, genau, das sehe ich auch dann. Direktionaler Ping. Ah, jetzt pinkt er nur nach vorne. Da kommt was auf uns zu. Was ist das? Okay, da werden wir ausschalten. Was ist das grüne Gedöns da? Ich hoffe, das sind keine... Nee, das kommt nicht näher, oder? Ich weiß nicht, du fährst drauf zu. Ja, hoffentlich nicht, das wäre sonst einmal rumpeln. Naja, so, was haben wir hier noch? Ein paar Verletzte für einen Arzt. Wir sind aber auf Autopilot, ist das normal? Wo sind Verletzte? Nein, wenn ich da reinfahre. Ach, wollte schon sagen. So, wo ist der gute Giftmüll? Hier, ach, dieses, ich sehe es schon. Ne, den fassen wir nicht an, den Giftmüll. Was ist da noch? Ja, so, Essen. Wir haben hier alles Mögliche, wir haben hier Waffen drin. Ne, Scheiße. Okay. Also, bis jetzt ist es quasi ein. Wir fahren noch von A nach B. Achtung, Achtung, Alarm, Alarm. Warte, denn Alarm. Warte, was muss ich machen? Sicher. So nah zeigt ein Ziel, das in Bewegung schicke alle auf Gefechtsstationen. Was ist eine Gefechtsstation? Es plätschert. Das sind diese Türme. Ihr plätschert. Das ist so ein Ding, wo ich dran bin. Ja. Hier ist irgendwas. Tür. Wir haben Leck, das musst du schweißen. Wer ich? Warum? Ich bin der Doktor, ich schweiß doch kein Leck. Ja, kannst auch Leck schweißen. Wie mache ich das? Ich habe kein Schweißgerät. Doch, ich habe ein Schweißgerät. Warte mal. Schweißgerät, Moment. 6. Ich habe ein Schweißgerät. Ja, ein Mechaniker läuft hier herum und macht das, glaube ich. Der zieht sich dann den Anzug an und rennt rum. Hier ist irgendwo. Nee, hier ist alles in Ordnung. Das ist Munitionslager. Ich habe keine Ahnung, wo das Leck ist. Was weiß ich denn, wo das Leck ist? Nee, Lecks haben wir schon gestopft wieder. Ja, das geht recht schnell. Warum ist hier unten Wasser? Weil wir in einem U-Boot sind. Das ist doch kein Grund. Wenn in einem U-Boot Wasser ist, dann macht das was falsch. Wahrscheinlich bist du in einem Ballasttank.
habe jetzt ein Schweißgerät. Was kann ich damit machen? Ich kann ja mal einen Urwald bauen oder so. Was denn? Bau mal bitte. Nein, das wäre eine schlechte Idee. Von was werden wir verfolgt? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, dass die sich nähern. Da kommt irgendwas. Links. Ja. Wenn man da rausschaut, sieht man es kommen und dann, ja. Aber also es hat uns irgendwie ignoriert. Aber es ist ein ganz kleines Fussel, das kann nicht so gefährlich sein. Ach doch, das sind so ziemliche Dinger, die machen das Schiff kaputt und bringen ein. Das sind ja Schweinepriester. Sag mal, fahren wir fahren mit Autopilot, kann das sein? Ja, ich krieg da hin und da fährt er dann hin. Das ist ein bisschen sicherer teilweise. Ja, sonst kann ich ja so machen und dann fährt er da, wo ich hin schau. Das sind die Ballasttanks. Warte mal. Da ist der Reaktorraum. Kommandoraum. Sehe ich da auch, wo Lecks sind auf dieser Übersicht von dem U-Boot? Ja. Die tauchen aber auch am Bildschirmrand auf als Symbol. Okay. Und die macht noch elektrische Ansicht gibt's, Objektfinder, ich weiß nicht, was der macht, aber geht relativ gut. Feuer melden. Ja, und unten kann man dann eben Feuer melden, nehmen mit der Maus und dann irgendwo hinziehen in einen von den Räumen. Wie entmelde ich's wieder? Wahrscheinlich gar nicht, ich weiß nicht. Sehr gut. Unsere Ballasttanks werden leer, wahrscheinlich, weil wir auftauchen. Ja, das könnte sein. Ich vermute. Da verfolgt uns aber irgendwas. Oder? Ja, Gott sei Dank ist der unter mir da. Was ist das, was uns da verfolgt? Wahrscheinlich rumpelt's gleich wieder, weil die... Oder schießt er? Da fliegt irgendwas. Ja, das sind böse Viecher. Woher weißt du, dass die böse sind? Weil die mich schon öfter ermordet haben. Diese kleinen Pixel da? Ja, das sind so komische Viecher. Wolfi, du bist ein komischer Captain. Also ich assoziiere Wolfi gerade mit unserem Captain. Ja, jetzt schießt er drauf. Wer schießt? Wo schießt? Ich repariere. Ich bin zwar der Arzt, aber ich repariere. Was ist das hier? Ja, da kannst du eigentlich auch da reinschauen bei so einem. Periskopbasis. Geht nicht. Okay. Ja, Periskop reinschauen und dann. Geht nicht, das ist der zu. Geht weg und dann kann man reinschauen, glaube ich. Ja, genau. Ja, ich kann da nicht reinschauen. Keine. Was? Okay. Neu verkabeln? Nee. Ach, das meinst du hier? Ja, da. Was ist das? Ach, hier, das sind die Kanonen, ja? Ja, das sind die Kanonen, mit denen kann man schießen. Okay. Wo ist der böse Junge? Da kann man auch dazu kaufen, welche. Verstehe. Wenn man genug Geld hat. Okay, so langsam peile ich, worum es geht. Also haben wir zwei Kanonen, sehe ich das richtig? Ja. Ja. Eine vorne, eine hinten. Eine müsste man dann noch dazu kaufen. Jetzt docke ich gerade an, da muss man so ein Minispiel machen und dann sind wir da. Ich habe ja nichts geleistet, kann man sagen. Ich habe ja eigentlich nichts gemacht, außer... Nee. Ich habe auch nichts gemacht. Ich habe ein bisschen Erfahrung gewonnen. Haben wir das? Worin habe ich Erfahrung gekriegt? Im Rumstehen? Ja, wenn man die Depp-Taste drückt, dann... Die Depp-Taste, ja, die ist genau für mich. Die Depp-Taste. Ja. Tabulator und dann kommt 41. Man... Ich bin am besten in 41 in Waffen, in Medizin und dann in Waffen und dann in Mechanik. Also Medizin kann ich am besten und dann kann ich noch gut rumballern. Außerdem sehe ich aus wie eine Frau. Und ich habe die Eigenschaft Nonsensdeutsch. Mal schauen. Ja, du bist eine Frau. Eine Frau. Schau mal schön. Kontostand 1000. Ich habe die Eigenschaft professionell. Ja, das ist... Ja, ich habe ein Schweißgerät. Ich werde es benutzen. Ja. Die Missionen hin. Oh, da sind Missionen. So, nimm mal Missionen an. Ich gehe schon mal an Bord. Ich fühle mich an. Ich gehe Sachen klauen, jawohl. Du gehst Sachen klauen? Ich bin hier falsch. Ja. Mission freigeschaltet. Biologisches Gefahrengut. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Wenn das ist nicht unser Schiff. Ich sehe eigentlich sonst keinen Missionsgeber. Ah, da ist irgendwas. Ihr habt gesagt unten, ne? Unten. Ja, hier unten. Hier unten, da, die Seite. Aber da ist nichts, da komme ich nicht durch. Und schon bist du im Schiff. Nicht das. Andere Seite, nicht die Tür. Was ist das? Warum gibt's denn da keinen Sicherheitshebel? Mann!
Das war die Luftschleuse. Das war eben keine Luftschleuse, es war nur eine Tür. Normalerweise müsste da so eine Art Sicherheitswarnung kommen. Hier, Achtung. Nein. Was denn? Was passiert? Nix, ist alles gut, Wolf. Ich hab nur die Tür zum Weltraum, hätte ich beinahe gesagt. Ich hab die Tür aufgemacht. Oh gut, das ist immer schön. Kommt hier auf einmal ein Schwall. Oder lauft ein Clown. Kommt hier auf einmal ein Schwall Wasser rein. Kriegt die Krise. Oh. Eine Belastung von Clowns. Was? Ich habe eine Überbelastung mit Clowns. Ja, einer von denen hier bin ich, glaube ich. So. Warum glaube ich eigentlich rückwärts? Naja, okay. Wolfi, ich überlasse dir das Steuern. Ja, du bist ja... Redbeard, ich habe in der einen Hand ein Schweißgerät und in der anderen eine Injektionspistole. Was macht dir mehr Angst? Gar nichts, weil ich auch ein Schweißgerät habe. Guck mal. Hui! Ja, damit kann man sich ziemlich... Sag mal, wenn ich dich anbrenne, so, kann ich dich dann heilen? Ich glaube... Was, ein Verhältnis aufbauen mit einem Clown? Was hältst du denn da, Wolf? Mission gescheitert. Ah, wir heilen. Warte mal, was sag ich jetzt hier mal? Jetzt hast du mich angegrapscht. Komm mit, retten wir. Und was halte ich dich da? Das sieht nicht gut aus. Ich will's nicht wissen. Und wo wollte ich dich jetzt hinschleifen? Keine Ahnung, Medizin, der kam hier nicht. Das ist ein merkwürdiges Spiel. Wie weit habt ihr das schon gespielt? Ja, es ist eigentlich nur so ein Survival. Naja. So, komm wieder an Bord, Wolfi. Wir müssen eine Mission machen. Okay, dann muss ich nur ein bisschen nach unten. Ich hab das Schweißgerät. Oh, Mission wählen. Und dann müssen wir die Station, wohin wir gehen. Ich will keine Tipps nicht mehr anzeigen. Ein Piratenschiff, das ist ja furchtbar gefährlich. Was müssen wir, ein Piratenschiff? Nee, besser nicht. Schlammkopf töten. Was für ein Ding? Ein Schlammkopf. Ist das ein etwas? Also ist es ein... Ist es nicht? Ist ein böses Vieh, was uns angreift. Ja. Okay. Kann man ja probieren, oder? Ja, mit dem Gerät kann man durch Wände... Was? Kann man Wände reinigen? Okay. Ich muss Wände reinigen. 4. Auf gut Deutsch ist eine Spritzpistole. Aha. Moment, ich probiere das aus. Keine Ahnung. Piratenschiff machen wir nicht, das ist zu gefährlich. Ich bin nicht sicher, ob ich da was bewirke. Hast du den Eindruck? Nein. Ich will die nicht haben. Weg damit. Dann lieber, wo sind eigentlich die Waffen? Die sind irgendwo in einem Raum drin, wo die... Los, Wolfi, komm wieder rein hier. Wir wollen jetzt kämpfen. Ich klettere nach unten. So. Keine Waffen, hier sind Bandagen. Keine Waffen. Ich hab ne Waffe. Bin ja der Arzt, ich muss ja die Bandagen. Ah, ich hab ne Waffe. Oh, hier sind die Wüsten. Au! Was hast du mir denn da gerade versemmelt? Das ist ein Elektroschlagstock. Ist doch kein Grund hier. Ich hab einen schönen Schlagstock. Wo ist meine Heilung eigentlich? Also mein Gesundheitszustand. Wenn du unten auf deinem Porträt klickst, unten links, rechts. Ah ja. Ich bin jetzt, glaube ich... Da drin sind die Waffen. Da ganz hinten. Ich gehe mir mal eine Waffe holen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Hier in einem geschlossenen Raum. Als Ohr oder im Schrank. Wo man zur Klaustrophobie leidet, mir eine Waffe in die Hand zu drücken. Oh, was ist das? Ein Sturmhelm. Alles klar. Ich brauche definitiv einen Sturmhelm. Habe ich den jetzt ausgerüstet? Zieh dir nochmal an, Mädel. Ja, ich hab... Achso, man kann nur den Sturmhelm oder das... Alles klar. Medizinische Gerät oder Sturmhelm, beides geht nicht. Elektroschocker. Wer ist da jetzt schon wieder irgendwo reingehopst? Ich bin irgendwo reingehopst, das war auch nur ein Ballasttank, da wollte ich gar nicht hin. Ein Ei drin im Schrank. Ein Ei? Schlammechsen-Ei. Okay, keine Munition mehr, das ist ja toll. Ein Schuss war an dem Ding, ich bin begeistert. Ja, das ist super. Das ist unglaublich. So, was
ist das? Ach, das meinst du, ein Schlammechsenei. So, wie geht's weiter? Was müssen wir machen, Wolfi? Also, eine Mission wieder auswählen. Dann also, da hätten wir eben biologisches Gefahrengut transportieren. Ja. Mit Piratenschiff dazwischen. Oder einen Hammerkopf töten. Oder Schlammechsennest zerstören. Also das Echsennest ist scheinbar sehr gefährlich und das Piratenschiff ist auch so ein bisschen gefährlich. Ja. Was kann ich denn hier machen? Was ist denn das? Ich versuche gerade gesegnete Behandlungsmethoden. Nee, geeignete. Mann, oh Mann. We all live in the yellow submarine. Das sieht nicht passiert. Wir machen Ringelpiez mit anfassen wollen. Warum bewege ich mich? ich möchte es nicht ausdrücken, weil ich dir einen Arsch gekratzt habe. Was gut ist. Ich verstehe das Spiel nicht. Okay, auf die, los geht's. Wo gehen wir hin? We all live in YMCA. Jetzt geht's ja besser. Wie, was hast du gemacht? Ich hab dir Opium gegeben. Sehr gut. Ich hab einen Helm auf, aus irgendeinem Grund habe ich. Nee, ist okay. So, fahren wir eigentlich schon oder? Nee, ich muss erst die Mission auswählen. Achso, ich würde. Oder mach mal das mit dem Piratenschiff. Los, mach, wir wollen jetzt Piratenschiff. Ich heile euch auch. Logisches Fastgut und Piratenschiff. Dann ja. Werden wir sterben, aber es wird interessant. Auf jeden Fall. Es wird bestimmt gut. Ui, das sind 4 Sterne. Ja, deswegen. Was hatten wir vorhin für eine? Einen Stern, weil das nur. Ach so. Das ist so wie das biologische Gefahrengut da ist. Da ist ja auch nichts passiert. Wir haben ja nur dumm in der Wäsche geguckt. We all live in so. Schließen. Warte, Moment. So. Ich habe eigentlich alles dabei. Es kann eigentlich nichts schief gehen. Toll. Das sieht gut aus. Dann werden wir sicher überleben. Ich gehe mal an die Kanone. Ich gehe schon mal an die Kanone. Ja, mach ich auch mal. Oh, das sind ja mehrere Piraten. Oh, da sind schon welche auf der Kanone. An der Kanone. Geh mal weg da. Ich bin an die Kanone. Ich bin an der Kanone. So, sehe ich von wo die kommen? Ja, ich sehe das da bei mir. Also, dann sag uns mal, von wo sie kommen. Von oben, von unten, von links oder von rechts? Ich denke mal von rechts, was ziemlich ungut ist, wenn wir da kein Geschütz haben. Also, ich bin unten. Okay. Ich muss erst hinfahren, weil die sind noch über 1 Kilometer entfernt. Okay, ich bin am Geschütz. Es kann losgehen. Ich will diese Tipps nicht mehr sehen. Ja, ich krieg die auch dauernd. In der Kanone sehe ich nicht, wenn irgendwo was kommt, oder? Habe ich das richtig gesehen? Nein, du hast nur deinen Scheinwerferkegel und auch nur in diesem Scheinwerferkegel siehst du was. Ah, das ist toll. Man ist sehr eingeschränkt. So, Wolfi, dann sag mir, was ich sehe. Links, rechts. Von wo kommen sie? Ah, da will noch herum. Sag mir, von wo sie kommen, Wolfi. Es sind noch gar keine Gegner. Ne? Ich fahr nur nach unten. Ganz tief nach unten. Wie komme ich wieder aus dem Geschützturm raus? Ah, so. Ich geh mal gucken, wenn Wolfi mal irgendwas sieht. So. Da ist ja gar nichts, Wolfi. Ja, eben nicht. Ich versuche mich da zwischen den Wänden da durchzumanövrieren. Was ist jetzt das Ziel? Das Piratenboot finden und es vernichten? Ja, genau. Ah, das klingt sehr gut. Ne, jetzt haben wir zu wenig Waffen und so. Hier steht die Stadt Piraten gesichtet in 1,3. Ist das richtig? Ja, die kommen eher. Wir haben also Zeit. Kann man da weiter rauszoomen? Nein, das dauert noch ein bisschen. So, noch 1 Kilometer bis zu den Piraten. Sind das 2 Piratenschiffe? Ja, schaut so aus. Okay. Eines ist ein paar näher. Also Redbeard, du gehst in, also nimmst einen Taucheranzug, tauchst zu dem einen Piratenschiff und machst die nieder, übernimmst das Steuer und vernichtest damit mit uns zusammen das andere Piratenboot. Ja, und immer genug Sauerstoff mitnehmen. Sauerstoff? Kann ich nicht die Luft anhalten?
Nein. Das für ein, da muss man den. Da hinten eine Tiefe von 1900. Wo sehen wir eigentlich die Tiefe? Unten rechts. Unten rechts. Okay. Also wenn du auf das Navi-Terminal bist, unten rechts. Ja. Unten rechts. Ach da, Tiefe. 1,9, alles klar. Geschwindigkeit 10 Knoten. Das ist immer lang. 10 km/h sogar nur. Das ist immer ein langsames Ding, oder? Ja, es ist ganz träge. So, jetzt sind wir noch 500 Meter. Sollen wir langsam mal an die Geschütze gehen? Ja, ich glaube 300 Meter können wir an die Geschütze. Okay. Ping. Ping. Und es scheint da jetzt mehr unter uns zu sein. Mal schauen. Da ist, hey, es ist verschwunden. Das heißt, wir haben es schon gleich an der Backe. Kann das sein, oder wie? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch zerstört. Ist gegen die Wand gefahren. Machen die das? Keine Ahnung. Ich hab noch nie Piratenschiffe irgendwas gemacht. Boah, jetzt weiß ich nicht wohin. Ja, ich würde sagen, tauchen oder auftauchen. Was sind das für Grüne? Sind das Pflanzen? Ich weiß, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, was das ist. Wenn man zu dicht drankommt, schießt er auch drauf. Wer schießt drauf? Der NPC. Okay. Gut, also der eine Pirat da oben, der eine ist anscheinbar abgesoffen und der andere ist... Was heißt eigentlich das Autopilot da? Warum sind wir auf so Position halten? Ja, ich klicke immer eben auf die Position, weil dann kann eher weniger passieren. Also, oh, Redbeard, sing mal bitte. We all live in the yellow submarine. Los, Redbeard, sing mal. Ich habe dir das schon oft genug erzählt, dass ich nicht singen werde. Ach, Redbeard. Auch doch. So, wo ist jetzt das Schiff? 150 Meter über uns. Da kommen... sind das Fische? Nein, da kommen! Da kommt was. Was? Ich habe auf irgendwas geschossen. Ich habe auf irgendwas... Piraten entdeckt. Nee, das waren Fische. Ist okay. Aber irgendwas ist da oben. Von oben kommt was. Ich sehe oben nichts. Ah, da. Ich hab's erwischt, glaube ich. Wir haben einen Leck. Ja, ah, da kümmern sich wahrscheinlich die NPCs drum. Ja, sollte schon sein. Von wo kommt was? Links, rechts, oben, unten? Jetzt müsste unten was sein. Ja, unten kann ich nicht runtergucken. Jetzt ist unter uns. Wir haben aber immer noch Lecks, muss ich sagen, ja? Ja, sollte bald behoben sein. Jetzt ist direkt unter uns was. Ich gehe auf Tauchfahrt. So, Feind ist tot. Jetzt geht irgendwas vorbei. Wie hast du den abgeschossen, Redbeard? War der in deinem anderen Geschützturm? Also der war unten, ja. Ich habe irgendwas getroffen, aber ich glaube, es war schon tot. Ich habe leider keine Ahnung, wie das aussieht. Ich gehe jetzt mal. Warte mal, das Loch ist zu. Nee, es ist nicht zu. Soll mal nachschauen, was wir da abgeschossen haben? Wie? Das ist ein, warte mal, wie ziehe ich denn die Tauchermaske an? So. Hier ist ein Leck. Ich mach mal das Leck zu, ja? Ja, ja. Es geht gar nicht. Das ist irgendwo im Boot unten drin. Ja, bei manchen Sachen kommt man gar nicht gescheit dazu. Muss mal nachsehen, was das ist. Ich guck mal, von wo die kommen. Oh, ein Ding. Von oben ist irgendwas. Da kommt irgendwas von rechts oben, kommt was auf uns zu. Wer sitzt am Geschütz? Rechts oben. Da kommt irgendwas auf uns zu. Von oben. Oh ja. Jetzt. Ich fahr nach vor. Also nach rechts, dann sollte. Geh weg da. Ich will ans Periskop. Ich komme hier an das Periskop ran, wenn der NPC da sitzt. Ja, da geht eh weg, glaube ich, wenn man draufklickt. Nee, kann man nicht. Der ballert auf irgendwas. Lass mich doch mal hindern. So, ich will an das Periskop. Feinde müssten hinüber sein. Ich nehme an, ich hab's erwischt. Echt cool! Bravo! Wir leben! Yay! Ich guck nochmal nach. Aber da ist noch irgendwas. Irgendwas ist noch unter uns. Ja, Kadaver. Ach so, okay. Woran siehst du das? Die fallen nach unten. So ganz leblos.
Aber das war kein Piratenschiff, oder? Nein. Ich frage mich echt, wo das Piratenschiff sein soll. Dann gehe ich mal runter. Wie, schauen, Stadt. Wie lautet denn unsere Mission? Können wir die irgendwo einsehen? Ja, das ist oben rechts, Inforeiter. Also auch wieder über die Tabulator-Taste. Tabulator. Also oben rechts ist bei mir gar nichts, das ist leer. Ach so, okay. Dann ist Tabulator und das zweite Mission. Das ist schon die Mission. Hallo. Für die Bare Trauma? Ja, wir verstehen aber nicht, was geht. Also die beiden können das ganz schlecht erklären. Die erzählen, ich kann das gut erklären. Die erzählen nur einen reinen Mist, erzählen die. Habt ihr schon, seid ihr schon auf dem Schiff? Wir sind auf einem Schiff. Ah, schade, dann kann ich nicht mehr mit rein, glaube ich. Weiß ich nicht. Probier's mal. Mit gemütlich. Oh, ich habe eine Kanone. Kommt von irgendwo was, Wolfi? Es kommt von vorne, aber die fallen eigentlich nur, also ist vielleicht gar nichts. Das weiß ich gar nicht. Ist nix. Das sind Quallen, ich kann die Quallen abschießen. Na, die machen nichts. Doch. Nieder mit den Quallen. Also ein Piratenschiff ist 700 Meter hinter uns. Was macht ihr denn für eine Mission? Was ist denn mit euch los? Ja, wir sind die toughen Miststücke. Ah, genau, jetzt sehe ich auch. Oh, wo siehst du? Ach, da hinter uns. Genau, fahr da mal hin, Wolfi. Wir wollen jetzt endlich mal ein Piratenschiff plätten. Ja, ich möchte gerne ein bisschen mit dir aussehen. Piratenschiffe sehen und sterben. Also das Passwort ist halt 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nicht mehr mal ich. Was soll denn ich für ein Passwort sein? Nein, das Passwort vorher war Caro 150.